Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das ist die Jahreslegung für den Schützen für das Jahr 2022. Und wie immer ist das eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe und die natürlich auch nicht für jeden passt. Und so darfst du dich wie immer von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Und für den Schützen gibt es schon eine andere Legung, die immer von Geburtstag zu Geburtstag geht, mit einer Timeline. Und diese Legung, die verlinke ich dir rechts oben in der Infobox und unterhalb vom Video. Und diese Legung hier, die gliedert sich wie immer nach den vier Elementen, die wir auch im Tarot wiederfinden. Und wir beginnen im Norden mit dem Erdelement, mit den Münzen im Tarot und dem Thema Finanzen und Wohlstand. Wir haben hier die Prinzessin der Scheiben, den Mond und die Neun der Münzen. Und das bedeutet, dass im Bereich Finanzen und Wohlstand etwas Neues in dir entsteht, was sehr, sehr geerdet ist. Du gehst da quasi wie durch einen Prozess, durch einen inneren Entwicklungsprozess, das natürlich auch noch äußeres Wachstum mit einschließt. Also es mag sein, du bist im finanziellen oder auch materiellen Bereich damit beschäftigt, irgendetwas neu zu machen, irgendetwas neu zu finden. Es mag sein, dass du dich beruflich veränderst, es mag sein, deine Wohnsituation verändert sich und es kann sein, dass dieser Entwicklungsprozess in dir, obwohl du mit dem Licht verbunden bist, manchmal, dass es dir manchmal so vorkommt, als ob das nie enden wird. Und als ob du so einen langen Weg durch die Dunkelheit gehst, durch die Nacht gehst und so das Gefühl hast, dass der Morgen nie kommt. Die Karten sagen aber, der Morgen kommt definitiv und das wird sich auf allen Ebenen für dich auszahlen. Also hier liegt der Gewinn mit dabei, vor allem auch ein finanzieller Gewinn. Darauf liegt der Herrscher. Und auch nochmal was mit der Arbeit. Ja, das ist das. Auch diese Karte hier, die Acht der Münzen, die zeigt wieder etwas Ähnliches wie hier die Prinzessin der Scheiben. Eben einfach diesen Arbeitsprozess. Und du siehst ja, er hat von acht Scheiben schon sechs bearbeitet. Er ist an der siebten und die achte muss er noch machen. Also von dem her, du bist in diesem Prozess schon weiter fortgeschritten und du hast das auch hier alles gut in deiner Hand. Du hast diese finanzielle Situation, die hast du im Griff für dich selbst. Und von dem her darfst du einfach vertrauen, auch deiner eigenen Kraft vertrauen, der Tatsache vertrauen, dass du dein Leben in deinen Händen hältst und einfach diesen Weg noch ein bisschen weiter gehen und dich darauf freuen, dass du nach abgeschlossener Arbeit, nachdem dieser Prozess in dir abgeschlossen ist, hier auch diesen Gewinn zu erwarten hast. Und darauf liegt das Glück, Happiness. Also du hast dann auch wirklich Grund zur Freude, Grund glücklich zu sein. Und wir schauen gleich mal weiter in den Osten. Das Luftelement, die Schwerter im Tarot. Und hier finden wir die Stimmung, unser Lebensgefühl und unsere mentale Energie. Und hier haben wir den Ritter der Scheiben, den Turm und die Prinzessin der Stäbe. Und dieser Ritter der Scheiben, der greift nochmal das Thema von hier oben auf. Der Ritter der Scheiben, der hat den Dreschschlägel in der Hand und der ist mitten in der Ernte, mitten im Arbeitsprozess. Und vielleicht ist er manchmal schon müde und denkt sich, geht das nie zu Ende, so wie das, was der Mond hier anzeigt. Aber der wird nicht aufgeben, bevor er die ganze Ernte eingeholt ist und er damit siegreich, also erfolgreich ist. Dieser Arbeitsprozess, der kann immer wieder Einsichten mit sich bringen, Erkenntnisprozesse auslösen. Und diese Erkenntnisprozesse, die haben auch immer etwas Transformierendes.
etwas Lehrreiches. Also hier kommt auf einer anderen Ebene auch noch mal etwas Lehrreiches mit hinein, woran du wachsen wirst. Und es wird aber am Ende wird es ganz leicht. Hier haben wir die Prinzessin der Stäbe, und die Prinzessin der Stäbe, die fliegt ja schon fast empor im Feuer ihrer Leidenschaft, im Feuer ihrer Begeisterung. Die streift die Bedenken ab, die streift auch diese Lasten ab, die hier an die Oberfläche gekommen sind. Die hält den Stab in der Hand mit der Sonne obendrauf und ist auch mit der Kraft des Feuers und der Kraft der Sonne verbunden. Hier haben wir die drei der Stäbe und die hohe Priesterin. Und du hast einfach schon ein Auge auf die ferne Zukunft gerichtet. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du kommst nie an. Und du bist aber auch mit deiner Intuition verbunden. Das sieht man hier in der Hohepriesterin. Und du weißt, dass das Leben sich manchmal auf mysteriöse Weise manifestiert und manchmal eben auch Umwege ans Ziel führen. Und von dem her darfst du hier einfach verbunden sein mit deiner Schöpferkraft und den Blick positiv auf der Zukunft gerichtet lassen. Und darauf liegt die grüne Tara. Das heißt, du hast den höchsten Schutz bei dir, und sie sagt, du bist beschützt. Und dass auch energetische Verbindungen durchtrennt werden, die dich zurückhalten, und sie sagt, halte dich selbst nicht zurück. Schränke dich nicht ein, sondern vertraue. Und dann schauen wir weiter in den Süden, in das Feuerelement, die Stäbe im Tarot. Und hier finden wir die Wunschmanifestation. Wir haben hier die vier der Scheiben. Die drei der Schwerter und die sechs der Schwerter. Und diese Karte Macht, die greift die Energie von dem Herrscher hier oben auf. Und die zeigt den Wunsch an, Boden unter den Füßen zu bekommen. Boden unter den Füßen zu bekommen und auch auf der materiellen Ebene ein stabiles finanzielles Gleichgewicht zu haben. Und das greift eben das auf, was hier oben im Herrscher liegt, dieses, die Dinge in der Hand haben und auch diese siegreiche Energie. Und es mag sein, dass diesen Wunsch, dieses Ziel zu erreichen, immer mal wieder mit Kummer verbunden ist. Der Kummer, der kann auch hier liegen in diesen Erkenntnisprozessen. Aber du bist beschützt und du musst dir eigentlich keine Gedanken machen. Das sind hier einfach diese mentalen Reinigungs- und Entwicklungsprozesse, die hier noch mit reinspielen und die sich aber hier am Ende harmonisch zusammenfinden. Also diese Dinge, die irgendwo noch aufgeräumt werden sollen, die fügen sich harmonisch zusammen, und aus diesem harmonischen Geist heraus hast du es hiermit auch einfacher. Wir haben die acht der Schwerter hier drauf. Und wieder diese siegreiche Energie. Also du darfst wirklich diese geistigen Beschränkungen, die die Tara hier auch schon anspricht, das sind Dinge, die darfst du hinter dir lassen. Und du darfst dich wirklich erweitern, darfst expandieren, kommst auf die Füße und du wirst damit siegreich sein. Das ist so das Wichtige daran. Und was auch noch wichtig ist, schränke dich nicht ein. Ja, bewege dich jenseits dieser Limits, die du dir immer selbst auferlegt hast, und du wirst siegreich sein. Und wir haben hier den Hüter der Richtungen, und er sagt, wähle deinen Weg. Das liegt hier in der Wunschmanifestation. Also du darfst selbst entscheiden, welchen Weg du einschlägst und welcher Weg für dich hier in die Zukunft führt. Und das ist eben etwas, was auch hier in diesem gedanklichen Prozess nochmal angezeigt ist. Und im Westen, im Bereich
der Gefühle des Wasserelements und der Kelche liegt die Sonne. Das Ass der Kelche und der Prinz der Schwerter. Dein Gefühlsleben ist von der Kraft der Sonne durchdrungen und das ist die Kraft, mit der du auch hier in deinem Leben aktiv bist. Du bist auch verbunden mit deiner Gefühlswelt, mit dem, was in dir fließt und das macht es dir eben leicht, auch diese energetischen Verbindungen zur Vergangenheit zu durchtrennen. Das hier entspricht wieder hier der Tara, die einfach sagt, dass hier diese energetischen Dinge, die dich noch runterziehen, dass die einfach durchtrennt werden. Und dann kannst du hier mit der Sonne und dem Ast der Kelche in Kontakt bleiben und mit einfach in dieser segensreichen, gefühlvollen, kraftvollen Energie bleiben, weil du deine Kraft für dich hast und dir die keiner mehr abzieht. Dann liegt hier die Zehn der Kelche drauf, auch nochmal so dieses Glück und der Ritter der Kelche. Also auch nochmal die Liebe. Jemand, der dir positive Gefühle entgegenbringt. Ziehe auf diesen Gefühlsbereich hier auch noch eine weitere Karte. Und hier liegt Erzengel Gabriels Drache und er bringt Läuterung. Selbstdisziplin wird den Aufstieg beschleunigen und Freude bringen. Du kannst Erzengel Gabriels Diamanten tragen. Also eine sehr lichtvolle Karte und der Gabriel ist auch immer derjenige, der die Seelenpartner zusammenbringt. Also du hast hier auch wirklich in Bezug auf Glück und auf Liebe hast du wahnsinnig positive Karten. Und das, was rausgeht, ist einfach das, was alt ist, was sich überholt hat, was dir nicht mehr dient. Zum Abschluss kommt auch hier für dich eine Affirmation. Wenn ich mich auf mein inneres Licht ausrichte, sehe ich die Welt mit den Augen der Liebe. Und mit diesem Licht und mit dieser Liebe bist du hier auf allen Ebenen verbunden. Ich sehe ein sehr glückliches Jahr, vor allem hier im Bereich der Gefühle. Die Arbeit wird erfolgreich sein, deine Mühen werden erfolgreich sein. Du bekommst diesen Boden unter den Füßen, darfst deinen Weg wählen. Und du bist in dir auf dieser geistig-mentalen Ebene dann zentriert und ausgeglichen. Und hier oben liegt ja auch schon das Glück, hier liegt der Schutz, hier liegt der weite Blick in die Zukunft, die weite Perspektive nach vorne. Ja, lieber Schütze, das sind deine Karten für das neue Jahr. Ich hoffe, sie waren dir hilfreich und konnten dich ein wenig inspirieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, dann abonniere meinen Kanal und schau bei Gelegenheit wieder vorbei. Alles Liebe für dich.